und herzlich willkommen zum Podcast Mindset Mensch Hund. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Wissen anhäufen. Ich kenne das von mir selbst und ich habe auch immer mal wieder Kunden, die unglaublich wissbegierig sind und alles aufsaugen, was sie irgendwo finden. Sei es jetzt Bücher, Online-Kurse, Trainings, Seminare, man nimmt irgendwie alles mit, was man kriegen kann. Und das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr coole Eigenschaft, weil man lernt ja nie aus. Und ich finde das auch unglaublich wichtig, dass man sich immer weiterbildet. Ich sehe allerdings auch häufig, dass es dabei so ein, zwei Probleme geben kann. Erstens ist es wichtig, die Sachen auch zu hinterfragen. Also wenn ich einfach so ungehindert Wissen in mich reinschütte, egal aus welchen Quellen das kommt, dann sollte ich schon immer noch mal hinterfragen, okay, wer vertreibt denn jetzt dieses Wissen? Was steckt denn dahinter? Was steckt da für ein Mensch hinter? Was steckt da vielleicht für eine Technik hinter? Oder wenn es jetzt in Bezug auf Hundetraining ist, was für eine Art mit Hunden umzugehen steckt dahinter? Ja, ganz häufig ist es ja so, dass ich zum Beispiel Kunden kriege, die sagen mir, ja, ich habe da von XY was ganz Tolles gelesen, das ist trainieren ohne Leckerchen und nur über Körpersprache, so wie die Hunde das auch machen. Da gehen bei mir meistens dann schon die Alarmglocken an, weil das ist immer sehr freundlich umschrieben für, wir blocken die Hunde wirklich mit der Körpersprache so ab. Also es ist wirklich so ein richtiges Abblocken und meistens kein sehr freundlicher Umgang mit Hund. Kann natürlich auch anders sein. Ich habe es halt bis jetzt noch nie so wirklich anders gesehen. Also wenn das so explizit gesagt wird, nur so wie die Hunde sprechen und nur körpersprachlich und nichts anderes, finde ich schwierig. Also da bin ich gespannt, ob mir jemand vielleicht mal das Gegenteil dazu zeigt. Aber bis jetzt, alles, was ich mir dann angeschaut habe, war nicht sehr angenehm für die Hunde. Ist aber für den Laien vielleicht erstmal so nicht erkennbar. Und deswegen alles hinterfragen. Auch die Sachen, die ich mache, hinterfragt mich. Ja, ich finde es super, wenn mir möglichst viele Fragen gestellt werden. Warum, wieso, woher hast du dein Wissen? Warum machst du das? Ist es jetzt wirklich gut für den Hund? Ist es gut für mich? Hinterfragen, finde ich, ist super. Ja? Also wenn ihr euch Wissen holt, dann schaut immer, woher das kommt. Es ist natürlich auch nicht verkehrt, sich Sachen anzuschauen, die ihr eigentlich, also die auf eine Art und Weise arbeiten, wie ihr vielleicht nicht arbeiten möchtet mit eurem Hund. Aber ich finde es immer ganz gut zu wissen, sowas gibt es und dann auch zu sehen, so möchte ich aber nicht mit meinem Hund arbeiten. Ich finde, das bringt einen auch weiter, wenn ich sage, okay, die machen das vielleicht so und so, aber das wäre jetzt nicht meine Art. Aber ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass ich das so mit meinem Hund nicht möchte. Bringt mich auch wieder weiter. Ja? Also ruhig verschiedene Sachen auch anschauen, aber immer mit diesem Gedanken, okay, ich schaue mir an, was passt denn da wirklich für mich und für meinen Hund und was passt vielleicht nicht und nicht alles einfach ungefiltert übernehmen und ausprobieren. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass man irgendwann von der Theorie ins Tun kommen muss. Also ich habe das auch ganz, es geht mir ja auch nicht anders, ne? Dann hört man dieses und jenes und liest und dann liest man und lernt und macht noch 5 Seminare, aber man setzt es nie um. Und dann hat man so viel an Wissen, aber hat es nie in der Praxis ausprobiert oder umgesetzt. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man sich so ein Gebiet raussucht, wo man sagt, okay, darüber möchte ich jetzt lernen und dann schaue ich mir das auch mal genauer mit meinem Hund an. Vielleicht ist das im Training auch was für uns. Und auch da ist wieder, und das ist auch so typisch für diese Wissensanhäufer, die ganz viel theoretisches Wissen haben, da passiert es ganz häufig, dass man das dann einmal ausprobiert oder zweimal ausprobiert. Also ich habe irgendwie eine neue Technik für die Leinenführigkeit meinetwegen gelernt. Ja? Da erklärt mir jemand, ja, das musst du so und so machen. Und dann funktioniert das ganz schnell oder so funktioniert das dann mit deinem Hund. Dann geht er immer total easy peasy gechillt an der Leine. Und dann wird das ausprobiert und dann hat das aber nach einer Woche noch keinen Erfolg. Und dann wird es aufgehört und dann wird nach was anderem gesucht. Weil das muss ja immer einen schnellen Erfolg bringen. Wir leben momentan in einer so unwahrscheinlich schnellen Zeit, weil es ja alles auf Knopfdruck gibt. Ich möchte ein Buch haben, ich kaufe mir das auf Amazon oder sonst wo und habe das, wenn ich möchte, innerhalb von 10 Sekunden auf meinem
Lesegerät, auf meinem Kindle oder Tolio oder wie sie auch immer alle heißen oder auf meinem Tablet drauf. Also ich muss noch nicht mal mehr warten, bis es geliefert wird oder bis ich in den Buchhandel gehen kann und es mir da bestellen kann und dann kann ich erst 3 Tage später hingehen und es mir holen, sondern ich habe das auf Knopfdruck da. Genauso, wenn ich heute einen Film schauen möchte, vielleicht erinnert euch dran, wir sind früher immer in die Videothek gefahren und dann musste man immer gucken, ob der Film auch da ist und konnte sich auch Filme vorbestellen, dass wenn der dann da war, dass es dann zurückgelegt wurde und dann konnte man dann nach einer Woche endlich den tollsten, neuesten Film sehen. Also das war früher so. Und heute gehe ich halt einfach auf einen der Streaming-Anbieter und lade mir das runter und schaue es mir da an. Und da gibt es ja genügend. Ja? Und dadurch, dass wir in so einer schnelllebigen Welt leben, wo alles sofort da sein muss und kann, ist es ganz schwierig, den Menschen zu erklären, dass wenn ich dann mit meinem Hund trainiere und mir das Wissen vielleicht angehäuft habe und theoretisch weiß, wie es geht, dass man selber aber dann auch noch lernen muss, das umzusetzen. Das ist schon mal nicht so einfach. Und dann muss der Hund das noch lernen. Und dem muss ich ja auch die Zeit dafür geben, das lernen zu können. Ja, und das dauert einfach. Und wenn ich jetzt eine Woche lang Leinenführigkeit zum Beispiel geübt habe, dann sind die wenigsten Hunde, seien wir ehrlich, noch nicht leinenführig. Das dauert. Gerade wenn die in der Pubertät sind, dann dauert es noch länger. Dann wird das erstmal alles schlechter. Und viele Menschen hüpfen dann aber, das sind so Wissenshopper. Also die, ne, das eine hat nicht funktioniert innerhalb von einer Woche, das ist nicht sofort besser geworden, dann suche ich mir was anderes und dann probiere ich das eine Woche aus. Und dann funktioniert es aber halt auch nicht so schnell. Und dann, ich will die Lösung für jetzt. Und die Lösung für jetzt im Hundetraining gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Egal wie viel Wissen ihr euch anhäuft. Ihr könnt nicht hingehen und sagen, okay, das übe ich jetzt 3 Tage und dann kann der Hund das. Immer in jeder Situation. Gibt es nicht. Also löst euch davon. Wenn ich so Seminare und Kurse und so mache, dann habe ich immer im Kopf, wenn ich das jetzt anwende und wenn ich das jetzt mache, dann braucht das einfach eine ganze Zeit. Und diese Zeit muss ich sowohl meinem Hund als auch mir geben. Von daher, wie gesagt, Wissen anhäufen ist super. Kommt ins Tun, aber gebt euch dann auch Zeit und springt dann nicht zwischen 1000 verschiedenen Trainingsmethoden hin und her. Es gibt auch so Hundeschulenhopper, habe ich auch manchmal, die schon in 5 Hundeschulen waren, dann nochmal 3 Stunden bei mir machen, nochmal 5 Stunden woanders, aber nirgends so richtig weiterkommen, weil sie es einfach nicht durchziehen. Und das verwirrt auch die Hunde total. Also wenn ich heute das so übe und morgen so übe und übermorgen so übe, da kommen die ja gar nicht mit weiter. Oder vielleicht meinen Lebensstil dann immer wieder ändere oder das Zusammenleben mit meinem Hund. Ja? Heute darf er auf die Couch, morgen darf er dann nicht auf die Couch, weil ihr irgendwo gelesen habt, das ist doch nicht gut. Im nächsten Forum steht dann wieder, ja doch, das ist super für die Bindung, wenn der Hund mit auf die Couch darf. Also manchmal haben es unsere Hunde, glaube ich, ganz schön schwer mit uns, diese ganzen Kleinigkeiten, also dieses ganze Hin und Her mitzumachen. Wenn ihr euch Wissen holt, habe ich ja eben schon mal gesagt, schaut, woher ihr euch das holt. Wenn ihr seht, das ist jemand, der nicht so arbeitet, wie ihr gerne arbeiten möchtet, dann könnt ihr euch natürlich trotzdem dieses Wissen aneignen, aber immer im Kopf haben, okay, das ist aber nicht die Art und Weise, wie ich mit dem Hund umgehen möchte, dann ist es eben Wissen, dass ich weiß, so nicht. Und Achtung, so ein bisschen vor Menschen, also wenn ihr euch auf Hundewiesen trefft und dann ist da irgendwie die Hundeschulen oder die Bekanntschaft, mit der ihr euch halt immer zum Gassi gehen trefft und die hat halt seit 30 Jahren schon Hunde gehabt und die weiß, wie es geht. Und die sagt euch dann, also ich habe seit 30 Jahren, keine Ahnung, Corgis gehabt und ich mache das seit 30 Jahren so und seit 30 Jahren funktioniert das. Das wird bei deinem Terrier-Mischling dann bestimmt auch funktionieren oder das hat so funktionieren und wenn das nicht funktioniert, dann bist du doof. Lasst euch da nichts einreden. Also es ist so ein bisschen so dieses ich habe seit 30 Jahren Hunde, ist so ein bisschen wie, ich habe mal irgendwo auf Facebook hatte das mal jemand geschrieben, er hat seit 30 Jahren einen Herd, aber er kann immer noch nicht kochen oder kann immer noch nicht den Herd zusammenbauen. Also es ist kein Qualitätsmerkmal, weil ich kann auch seit 30 Jahren Mist bauen. Ist einfach so. Also da schaut so ein bisschen drauf
mit wem ihr euch unterhaltet, wo ihr das Wissen herholt. Und wenn ihr euch Wissen holt, dann versucht nicht, 1000 Sachen auf einmal einzusaugen und dann alles auf einmal am besten auch auszuprobieren. Das ging mir so in meiner Ausbildung. Ja, da habe ich ja ganz viele neue Sachen gelernt und überall mir Bücher und im Internet und so recherchiert. Und der arme Linus musste das dann irgendwie aushalten, diese ganzen Sachen dann zu trainieren. Und das ist für die Hunde echt anstrengend. Also Wissen anhäufen ist gut, aber sucht euch dann eine Sache raus, die ihr vielleicht mit eurem Hund übt. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendein Thema, wo ihr sagt, ach genau dieses Thema möchte ich mit meinem Hund bearbeiten. Das war der Podcast von heute zum Thema Wissen anhäufen. Wissen ist Macht, gar keine Frage. Aber schaut mal, dass ihr ins Anwenden kommt und woher das Wissen kommt. Also hinterfragt immer gut. Und schaut dann, was ihr damit machen könnt. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr die bewertet auf iTunes, auf Spotify, weiß ich gar nicht, ob es da geht. Aber egal, wo ihr diese Podcast-Folge hört, wenn da irgendwo Sterne sind, geht bitte, 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 bewertet die, verteilt die weiter. Ich freue mich total, wenn mehr davon in die Welt rausgeht. In den Shownotes auf YouTube seht ihr das in den Kommentaren. Unten habe ich euch wie immer meine Facebook-Coaching-Gruppe mit reingestellt. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, mein neues Buch ist raus. Wir sind ein Team. Das gibt es jetzt seit, ich glaube, einer Woche. Und wenn euch das gefällt, was ich hier so mache und was ich euch erzähle, dann gefällt euch mit Sicherheit auch das Buch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das kauft und auch da, wenn ihr es bewertet. Also Bewertungen sind einfach heutzutage sehr, sehr wichtig. Damit wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns in einer Woche wieder oder hören uns wieder. Und ich freue mich drauf, von euch zu hören. Bis dahin, eure Anja.